ganz schön anstrengend. Wie, danach geht's weiter? Ist das gerade dein Ernst? Du triebst mich hier bis zum geht nicht mehr? Weißt du, ich habe gar keinen Bock auf Inliner fahren. Ich dachte, wir fahren hier einfach irgendwie entspannt und fahren so schön romantisch am Rhein entlang, ne? Aber du machst hier irgendwie so ein Sportprogramm draus. Buenos dias, guten Morgen. Morgen. Bonita, meine ja? Hübsche. Hast du dich extra schick gemacht? Gut siehst du aus. Danke, du auch. Easy. Bon Appetit. Danke, voll geil. Am nächsten Morgen kalte Pizza. Gibt nichts Besseres. Ja? Mhm. Morgen. Morgen. Morgen, Amigo. Bist du kalte Pizza? Mhm. Darf ich? Ja, nimm dir. Ich gönn dir. Ist nicht mehr viel da, aber boah, geil. Ja? Danke dir. Kein Ding. Willst du auch was? Nee. Ich merke heute beim Aufstehen, habe ich. Also. Bleibt unter uns, oder was ich jetzt sage. Ne? Ich habe ehrlich gesagt echt in letzter Zeit voll die Bauchschmerzen, Unverträglichkeit. Irgendwas ist in dieser Art von Essen, man sagt auch Fast Food, da drin, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Deswegen besser nicht. Warst du damit schon mal beim Arzt? Nee, ich mach das schon. Ja, wie, aber wenn du das doch schon länger hast, dann geh damit doch besser mal zum Arzt. Lass uns doch mal abchecken. Ja, dann melde ich mich bei. Ja. Alter, was? Pizza zum Frühstück? Hey, das geht so nicht weiter, Mann. Ich muss mir irgendwas ausdenken, dass die endlich gesünder lebt. Hi, Leute. Ich bin wieder da. Hi. Wieder da, zurückgekehrt sozusagen von den Toten. Was hat der Arzt gesagt? Ja, bin ich auch ganz neugierig. Was hat er denn gesagt? Ich sag euch ganz ehrlich, musste voll die Tests machen. Keine Ahnung wie viel. Einige sind jetzt direkt ins Labor gegangen, also richtig heftig. Aber für den Doktor war direkt klar, Unverträglichkeit gegen alles, was so. Er hat das als Dickmacher bezeichnet, was ich jetzt ein bisschen unfair gegenüber, keine Ahnung, den anderen finde. So. Aber alles, so dieses ganze Fastfood-mäßige, hat er gesagt, Allergie, nicht essen. Und auch wenn es verdammt gut riecht. Das ist jetzt erstmal tabu, auch wenn es hart ist. Ich sag euch ehrlich, weil ich möchte erstmal die Tests abwarten. Aber das geht nicht. Ich habe dir extra einen veganen, glutenfreien Obstkuchen gemacht, weil ich eben so ein bisschen Mitleid mit dir hatte. Baby, das ist mega süß und danke, aber wie gesagt, ich habe echt keine Lust mehr auf diese Bauchschmerzen. Das macht mich echt fertig. Dann musst du dich ja in nächster Zeit echt voll einschränken, ne? Ja, keine Ahnung, wird zwar hart, aber was soll ich machen? Vielleicht kannst du mich ja unterstützen, Schatz. Ich meine, zwei sind stärker als einer. Und wenn wir zusammen in den Supermarkt gehen und mal genau gucken, okay, was ist gesund, was hat viele Nährstoffe, Mineralien und so weiter. Vielleicht können wir das zusammen durchziehen. Hättest du Bock? Ja? Ja. Ich will, dass Jenny wenigstens ein bisschen abnimmt, Mann. Und dann muss es halt jetzt mit dieser Notlüge gehen. Es ist ja auch zu ihrem Besten. Hoffentlich lässt Ben mich jetzt nicht auffliegen. That's life. It's going on. Ist egal. Tut richtig leid, ne? Ach, hör auf. Nee, ich meine jetzt, nach all den Jahren. Das ist ja praktisch wie ein Schlag in die Fresse. Aber so richtig, Mann. Ein Tritt kam direkt hinterher, sage ich dir. Ja. Naja. Aber Baby, bleib genau da, wo du bist. Okay. Ich habe... Was also ich denke ja nichts Böses, gehe an einem Laden vorbei und der verkauft einfach diese Dinge aus 1900, keine Ahnung, 70, Alter? Inliner. Mega geil. Inliner. Mega gut, Babe, das macht richtig Spaß. Kannst du fahren? Also wenn nicht, ist gar kein Ding. Ich bring dir das gerne dabei. Also ich würde gerne mit dir eine Runde drehen. Extra für uns geholt. Was sagst du? Ja, okay, dann fahren wir Inliner. Geil. Ja. Mega, cool. Dann gehe ich kurz auf Toilette mit meinen Inlinern. Ey, die sind super schön. Ja, kannst ja schon mal eine Runde drehen hier, ne? Ja, ich will nichts kaputt machen. Na also, Jenny hat auch Lust auf Inlinern und so macht sie auch noch gleichzeitig was für ihre Gesundheit. Ziel erreicht und niemand kann mir böse sein. We got it, we got it. Guck mal, Schatz, war auf einem Bein.
Ja, das hängt. Aber die Straße ist nicht optimal. Nein, die Straße ist nicht optimal, Schatz. Gebe ich zu. Ja, echt? Also, hier links. Optimal ist nicht nur der geringe Ausdruck. Nee, das. Hör mal. Was denn? Aber nein, weiter. Weiter, aber Schatz. Weiter. Pass mal. Schatz. Nee, also ich komm dir. Du bist da so. Ich komm gar nicht hinterher. Du bist die ganze Zeit so. Ja, weil ich voller Euphorie bin, weil es so schön ist, mit dir zusammen zu sein, Babe. Weißt du? Sorry. Komm, Schatz. Also, komm. Manchmal. Komm, Schatz. Jetzt ist der Zeitpunkt zu gehen, Babe. Sportlich unterwegs? Komm. Sieht echt aus, als hättet ihr Spaß. Nicht. Ja. Und? Kannst du ja mal erzählen. Hat sich's dafür gelohnt, deine beste Freundin zu hintergehen? Wieso fahrt ihr überhaupt Inliner? Jenny hasst Inliner fahren. Das hat sie schon, als wir Kinder waren. Tut sie das. Und dir ist es einfach egal, oder was? Ja. Ah, wow, perfekt. Ah, du hast es ihm einfach gar nicht erzählt. Hast du ganz bisschen geflunkert, ne? So ja, wie immer. Flunkern, Lügen, alles. Deine Spezialität und deine auch passt perfekt zusammen. Also wir haben super Spaß. Waren noch nie so amüsiert. Ja, wenn ja, noch ganz viel Spaß dir noch, nicht ne? Hinfallen, so wie früher einmal. Ein paar blaue Flecken, oh, scheißegal. Ich hab ne geile Idee. Nein, wir machen ein Wettrennen. Alright? Wettrennen. Du, ich geb dir Vorsprung. Kein Problem. 3, 2, 1. Nee, kein Wettrennen. Ist wer hinter uns her oder was? Warum Wettrennen? Was? Wofür Wettrennen? Ist wer hinter uns her? Okay, blöde Idee. Dann weiter. Ganz normal. Nee, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Echt nicht. Baby. Ich kann nicht mehr. Baby. Was für Baby? Aufstehen. Weitermachen. Nein, wir haben's gleich geschafft. Ich kann nicht mehr. Verstehst du's? Die bleiben zu. Was für die bleiben zu? Nein. Ich hab keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Okay, kurze Pause, ein bisschen durchatmen, ist doch kein Problem. Und danach geht's weiter. Puh, ganz schön anstrengend. Wie danach geht's weiter? Ist das gerade dein Ernst? Du triebst mich hier bis zum geht nicht mehr? Weißt du, ich hab gar keinen Bock auf Inliner fahren. Ich dachte, wir fahren hier einfach irgendwie entspannt und fahren so schön romantisch am Rhein entlang, ne? Aber du machst hier irgendwie so ein Sportprogramm draus. Ich dachte, das wird schön romantisch, aber du bist mich hier am Triezen und keine Ahnung was, ich soll schneller fahren? Ich hab da keinen Bock drauf, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, dann kann ich nicht mehr. Ich hab das dir zuliebe gemacht, ja? Dir zuliebe bin ich Inliner gefahren. Und dann kommt sowas. Fertig. Ich fühle mich echt verarscht. Ich will uns ein bisschen beruhigen. Das hast du dann komplett falsch verstanden. Ich wollte einfach mit dir eine schöne Zeit verbringen. Ich hab das falsch verstanden? Ja. Ich verstehe das hier gerade komplett richtig. Du willst dich nämlich verändern und da hab ich keinen Bock drauf. Entweder nimmst du mich so, wie ich bin, oder du lässt es und ich gehe jetzt. Ich hab da... Nee, komm, wirklich, echt nicht. Ey Mann, so sollte das Ganze hier garantiert nicht enden. Ich wollte Jenny doch einfach nur ein bisschen motivieren. Und jetzt hab ich ihr wehgetan. Jetzt nicht. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeit. Nein, Ben. Chico, ich würde. Ich bin nicht dein Sohn, lass mich in Ruhe. Da geht es nicht darum, ob du mein Sohn bist. Let's talk. Machst du gemütlich? Was ist los? Das würde ich gerne von dir wissen, was mit dir los ist. Alles gut. Ist überhaupt nichts gut. Was treibst du für einen Scheiß? Jenny kommt hier reingelaufen, stinksauer. Wo ist sie? Ich dachte, sie ist im Bad. Ich dachte, ihr wolltet Spaß haben. Du wolltest ihr Sport aufzwingen. Und mit deiner Lebensmittelunverträglichkeit, willst du mich verarschen? Die ist komplett für einen Arsch. Du wolltest, dass sie ihre Ernährung umstellt. So wie du das willst. Es kann doch nicht sein, dass du so oberflächlich bist, dass du es nicht ertragen kannst, dass sie keine Size Zero ist. Und wenn sie früher am Morgen mal eine Pizza essen will, dann lass sie doch. Das ist doch vollkommen okay. Das macht sie sogar sympathisch. Ich weiß. Ja, liebst du sie? Weißt du das? Ja, tue ich. Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass hier mal jemand drin ist. Ich wollte dich nicht stören. Ich kam gerade nur vom Hostel und alles gut. Kann ich mal was fragen? Findest
du mich eigentlich zu dick? Du fragst mich gerade, ob ich dich zu dick finde? Ja, müsste es dir nicht scheißegal sein, was ich oder das irgendwer anders denkt über dich? Guck mal, eine ganz einfache Frage. Wie fühlst du dich denn? Weil darum geht es. Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Ja, eigentlich. Ja, dann ist das doch perfekt. Das ist Glück. Weißt du, wie viele Menschen das versuchen und es nicht erreichen? Aber glaub mir, wenn ich... Ich habe das Gefühl, Chico schämt sich für mich. Und das merke ich auch in manchen Situationen. Und ich fange sonst wieder an zu heulen. Nein. Ich habe das Gefühl, dass er mich verändern will und dass er nicht zufrieden mit mir ist. Okay. Das ist sein Problem, ja? Pass auf, das ist sein Problem. Das hat nichts mit dir zu tun, ja? Wie gesagt, du bist wunderschön und wenn du dich wohlfühlst, dann ist das Gold wert, wirklich, glaub es mir. Er hat anscheinend irgendein Problem, aber mach dir keine Sorgen, sobald du nach Hause kommst, werde ich sowas von mit dem reden, weil das geht gar nicht. Ja, dir irgendwelche Sachen einzureden. Okay? Alles ist gut. Du musst auch bei Chico, scheißegal wer es ist, ein Ohr rein, andere Ohr raus. Mach dir keine Sorgen, ich werde mit ihm reden. Ja. Ben, es ist so. Sie und ich, wenn wir alleine sind, ist alles unglaublich schön. Sie ist eine tolle Frau. Aber in dem Moment, wenn wir rausgehen oder einfach jemand anderes dazustößt, ja? Dann ist das wie so, dann ist irgendwie was anders. Ich kann dir nicht sagen was, aber irgendwas ist da. Und ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, was es sein könnte. Und ich sag dir ehrlich, Ben, ich bin damals, als ich selber dicker war, ja, als Standard, als normal, ich habe Blicke abbekommen, ja, als wäre ich der letzte Schmutz. Und irgendwann wurde mir das zu viel. Und dann habe ich mir selber geschworen. Alles, aber nur nicht diese verdammten Blicke. Und jetzt übertrage ich das, glaube ich, auf Sie. Ah, habe ich richtig gehört. Solche Männer sind mir die Liebsten, ey. Weißt du, die ihren Frauen überhaupt Komplexe einreden. Dabei hat er sie gar keine. Und jetzt auf einmal fühlt sie sich nicht mehr wohl in ihrer Haut? Jule. Deinetwegen. Du, keine Ahnung, was du für ein Problem hast, aber du gehst da jetzt rüber und entschuldigst dich. Ja. Ja, ihr habt die Recht, Leute, okay? Ich werde mich entschuldigen und ich hoffe, sie nimmt diese Entschuldigung an. Pass auf, Baby. Tut mir leid, war nicht so gemeint. Ach, keine Ahnung. Scheiße. Ja? Darf ich rein? Ja. Es tut mir doch so leid, Girl, ich mach es wieder gut, dass du mir verzeihst. Du und ich zu zweit. Rosen. Und sorry, weil mein Verhalten heute... Ich seh's nicht. So. Mein Verhalten heute war alles andere als richtig, okay? Und es tut mir verdammt nochmal leid. Baby, ich liebe dich, okay? Und ich möchte nichts lieber, als dass es dir gut geht. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil es dir durch mich heute scheiße ging. Das hat echt meine Gefühle verletzt. Ich weiß. Ich kann jetzt gerade leider nichts anderes machen, als zu sagen, dass es mir leid tut. Ich meine, guck mal, Schatz. Dein wundervolles Herzchen, ja, in deiner Brust. Es schlägt und schlägt und schlägt. Ja, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde und das nur für dich. Ja, ja, für dich und für mich und im besten Fall. Und ich möchte, dass das noch ganz, ganz lange so läuft, weißt du? Und ich mache mir halt manchmal einfach nur Sorgen. Aber jetzt ist es schon wieder das Gesundheitsding. Ja, aber nur, weil du mir verdammt nochmal wichtig bist, Babe. Weißt du, ich möchte, dass es dir deinem Körper gut geht. Deinem Herzchen, deinen vielen Knochen, Gelenke, alles. Guck mal, so mit ein bisschen Wertschätzung heißt gesunde Ernährung, Bewegung in den Alltag bringen. Ich bin ja an deiner Seite. Ich hab das sozusagen studiert, ich habe Ausbildung gemacht. Ich weiß ganz genau, was man tun muss. Weißt du, Schatz?
gehen wir zusammen durch. Ein paar Mal in der Woche. Und das Beste, du bekommst noch einen richtig schönen straffen Arsch. Warte mal. Ist das gerade dein Ernst? Nein, Schatz. Du, straffer Arsch? Du tust ja gerade so, als hätte ich 100 Kilo Übergewicht und würde jeden Tag Scheiß in mich reinschaufeln, wie so ein Mähdrescher oder so. Du isst schon ziemlich viel Fast Food. Ist das gerade dein Scheiß Ernst? Du isst Fast Food. Wenn man sich mal was gönnt, wo ist das Problem? Mal nur weil ich nicht so ein Fitnessfreak bin wie du, der jeden Tag nur so ein Hähnchen ist. Hallo. Weißt du, ich merke das doch. Allein gestern, dein Fitnessfreund da und seine Freundin, dass ich dir peinlich bin. Du schämst dich für mich. Ich ja, doch, anscheinend ja schon. Ich glaub dir nicht, dass du das nur aus Sorge machst. Ich liebe ja, dich so, nee, wie du willst bist. Irgendwie wieder so ein kleines, dünnes Model haben, so ein sportliches Ding. Will ich nicht. Ich eiche dir nicht. Jetzt hör mal auf, mich anzubrüllen. Ja. Ich hör, ey. Geh einfach. Einen Scheißdreck werde ich tun, das ist mein Zimmer. Okay, ich werde hier so lange bleiben, wie ich mein. Bitte schön, ja? Und jetzt gehst du raus und schläfst auf der Couch. Ich seh nicht mein Auge. Und denkst über die Beziehung nach. Ich bin blind. Viel Spaß! Ich hab meine Augen nicht. Ich liebe Jenny und ich möchte sie nicht verletzen. Aber irgendwie habe ich vor anderen Menschen einfach ein Problem, zu ihr zu stehen. Und was mache ich jetzt? Meine dumme Unsicherheit darf diese Beziehung nicht zerstören. Surprise! Überrasche mich, ja? Willst du mal eine richtige Überraschung? Ja, hau raus, zweimal. Guck mal. Einmal, reicht. Hi, Chico. Okay. Hi, Chico. Ich könnte so kotzen, der denkt wirklich, mit seiner Scheißkohle kann er sich alles kaufen. Der Typ ist der Teufel, ich hasse den. Oh, was ist denn? Ich freue mich. Das ist meine Schwester, Daria. Die hat auch alles mitgehört, wie wir vom Leder gezogen haben gegen Robert.